Einen wunderbaren guten Nachmittag, liebe Republika. Wie schön, euch zu sehen und auch ein ganz herzliches Hallo an euch im Stream. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet etwas Leckeres in der Mittagspause, habt euch gut gestärkt, denn in dieser Session tauchen wir tatsächlich in etwas ein, was ich so die mentale, emotionale Ursuppe der Menschheit nennen würde. Denn es ist ein Thema, das schon Menschen in dem antiken Griechenland beschäftigt haben und es beschäftigt uns auch heute, nämlich das Suchen und das Finden von Identität. Wenn man so durch einen Supermarkt läuft, dann passiert es einem ja schon, beispielsweise auf dem Joghurtbecher, dass da dann sowas steht wie sei du selbst. Und dann denke ich mir immer so, ja, klingt schön, aber wie schwer ist es bitte, tatsächlich sich selbst zu sein? Und wie schwer ist es denn auch überhaupt zu finden, wer man selbst denn sei? Und das dann eben auch noch gut zu finden, mit sich selber fein zu sein und dann tatsächlich auch noch zu leben. Und wenn ich an mich selber denke, dann ist diese Suche nach mir selbst tatsächlich eins der spannendsten, eins der fruchtvollsten, aber eben auch, wow, eins der anstrengendsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Und wenn ich aber an mich selber denke, dann denke ich an eine Cis-Frau, also an jemand, der mit einer Vulva geboren ist und auch heute mich mit einer Vulva identifizieren kann. Und damit denke ich an jemanden, an mich, die nie damit konfrontiert war, was die beiden Menschen neben mir tatsächlich erleben mussten und müssen. Und dass das, wie ich mich selber empfinde oder eben wie auch nicht, bei mir nie als Mode oder als falsch abgetan wurde, geschweige denn in einer Form von Hass oder sogar Gewalt irgendwie münden musste. Und dass sich das für zukünftige Generationen ändert, also dass es selbstverständlich ist, trans und queer zu sein, so selbstverständlich wie alles andere, genau dafür setzt ihr euch seit Jahren ein. Und damit, glaube ich, allen voran, liebe Tessa, lieber Henry, ein großes, großes Dankeschön für euren Mut, für euer unermüdliches Engagement und damit den Einsatz für eine offene Gesellschaft. Und ich glaube, wenn ich euch einladen darf, dann dafür einen großen Applaus jetzt gleich vorweg. Tessa, du bist Frühaufsteherin, Kaffeetrinkerin, Linkshänderin, du bist zielstrebig, unnachgiebig in der Sache und manche sagen dir nach, dass du gelegentlich kratzbürstig bist. Zumindest hast du so deine Rede zur Listenaufstellung für die Bundestagswahl deiner Partei Bündnis 90 Die Grüne begonnen und gewonnen und so wurdest du damit letztes Jahr eine der beiden ersten Transfrauen im Bundestag. 2018, da warst du noch im Bayerischen Landtag aktiv, hast du deine Transidentität als erste Abgeordnete publik gemacht. Und bist damit weit über Deutschland hinweg bekannt geworden. Und in diesem Prominentsein und in Aufmerksamkeit stehen, frage ich mich manchmal für die Menschen, die das vielleicht nicht erleben können, geschweige denn als Transmensch, kannst du überhaupt noch zählen, wie oft du dafür angegriffen wurdest, was andere Leute auf Joghurtbechern lesen und feiern? Also einfach du selbst zu sein? Also ich möchte mich mit den ganzen Hass mit der Hetze in den sozialen Medien gar nicht mit beschäftigen. Bloß weil die am lautesten schreien und weil sie wirklich ekelhafte Sprüche von sich geben, heißt es noch lange nicht, dass sie in der Mehrheit sind. Ich zähle lieber die schönen Momente und die tollen menschlichen Begegnungen in meinem Leben. Henry, du bist Musiker und Autor, du standest mit deiner Band Tubbe auf diversesten Bühnen und hast Mitte letzten Jahres dein Solo-Mini-Album Bizeps Bizeps auch rausgebracht und hast mit deinem und Christina Wolfs Podcast Transformer deine Transitionen öffentlich gemacht und dich wieder auf Bühnen gebracht, beispielsweise bei der letzten Republika, wo wir uns quasi physisch auch treffen konnten. Und vielleicht auch die Frage an dich, Henry, wie ist es bei dir? Ist etwas wie Angriffe auf das, was du selbst bist, etwas, was noch zählbar ist? Oder vielleicht genau du dich auch auf die anderen Seiten konzentrierst? Ja, wie Tessa schon sagte, also leider sind die Deppen halt oft sehr viel lauter. Das heißt aber nicht, dass sie mehr sind. Tatsächlich passieren mir ganz hervorragende Sachen. Ich treffe hervorragende Menschen. Und was ich nicht verstehe, ist, dass man tatsächlich denkt, man hätte so viel Lebenszeit, dass man sich an Hass verschwendet und so viel von seiner Energie darauf verwendet. Also das finde ich total kurios. Ich halte es nicht so, sondern halte mich an die guten Sachen und fahre damit, finde ich, hervorragend. Danke. Gerne.
Ein Gedanke, den ich hatte, so in der Vorbereitung, dass ihr beide für mich tatsächlich Identitätsfindungsexperten sind, weil ich glaube, es schon nochmal einfach eine andere, wie ich bei quasi dem Einstieg meinte, schon nochmal eine andere Herausforderung ist, unter sehr, ja, gesellschaftlich noch nicht wirklich tollen Bedingungen seine Identität zu finden. Und bevor wir jetzt in eure Identitäten ganz konkret einsteigen, wäre für mich schon nochmal so die Frage, vielleicht für diejenigen, die hier auch sitzen, habt ihr als IdentitätsfindungsexpertInnen vielleicht einen Tipp für uns, einfach allgemein, wie wir uns selber dabei unterstützen können, uns ja selber treu zu sein oder uns zu finden, und zwar ganz egal, welche geschlechtliche Identität wir haben? Magst du anfangen? Okay. Ich glaube, tatsächlich sich Zeit lassen. Man weiß es ja eigentlich selber am besten. Man darf nicht auf seine Angst hören, weil Angst ein wahnsinnig schlechter Ratgeber ist. Und meiner Meinung nach ahnt der Bauch immer schon, was Sache ist. Aber ja, sich informieren, sich schlau machen und trotzdem ruhig bleiben. Und ich denke, man muss Entscheidungen von heute auf morgen treffen, auch wenn es einem manchmal so vermittelt wird. Ich glaube, dass alles seine Zeit hat und dass man, wenn man sich dem öffnet, sein kann und werden kann, wer man ist tatsächlich. Aber manches geht halt nicht von heute auf morgen. Also ja, sich die Zeit geben, die man braucht. Das wäre mein Rat, tatsächlich. Ein guter. Tessa, bei dir? Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich kann ja nichts dafür. Ich bin so geboren. Man hat mir das Reden beigebracht. Und obwohl ich jetzt schon, oh mein Gott, fast 20 Jahre nicht mehr im Bayerischen Wald lebe, hört man das immer noch, mein Dialekt. Und ich identifiziere mich immer noch als Weidlerin. Wenn ich mich überhaupt über etwas identifiziere. Ich identifiziere mich ja auch nicht als Mensch. Ich bin ein Mensch. Deswegen mag ich diese Identitätsbegrifflichkeiten nicht. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich bin eine Frau. Mein Name ist Tessa Ganser. Es ging mir nicht um irgendwie Identitätfindung, sondern mich selbst zu erkennen, mich selbst zu akzeptieren und dann auch mich zu leben und so akzeptiert zu werden, wie ich bin. Wenn ich so an meinen, ja, bitte, unbedingt. Wenn ich so an, du hast es gerade Selbsterkennen genannt, wenn ich das so bei mir denke, dann hatte das oft auch mit Rollenbildern zu tun, beispielsweise die mir in Medien präsentiert wurden. Und wir hatten schon vorher ganz kurz darüber gesprochen. Erstmal wäre die Frage, oder zumindest wenn ich mich jetzt quasi an mein Erkennen erinnere, dann waren Trans- und Interpersonen eigentlich medial für mich überhaupt nicht greifbar. Und heute könnte man meinen, hat sich das geändert? Würdet ihr sagen, ja, es hat sich geändert? Das wäre quasi die erste Frage. Und erste Frage, genau. Würdet ihr dem zustimmen, Tessa, dass heute tatsächlich mehr Trans- und Interpersonen überhaupt in Medien repräsentiert werden? Also da könnte ich jetzt sehr weit ausholen. Um das Ganze abzukürzen, empfehle ich einfach allen die Netzwerk-Doku Disclosure. Da geht es um die Darstellung von geschlechtlicher Vielfalt im Film und Fernsehen in der Fiktion. Ich konnte den leider nicht zu Ende schauen, weil mich der Film zu sehr getriggert hat. Ich habe es zweimal versucht, aber ich bin nur bis zur Hälfte gekommen. Und es ist genau so, wie ich das erlebt habe, zu sagen, es gab es damals nicht, stimmt so nicht. Geschlechtliche Vielfalt im Film und Fernsehen ist so alt wie bewegte Bilder. Aber es ist bis heute noch so, dass in der Regel ganz furchtbar schlechte und fürchterliche Narrative gezeichnet werden, fast ausschließlich. Auch heute noch, dass Transpersonen meistens ganz tragische Schicksale sind, furchtbare, traurige Charaktere, die meistens in Rotlicht oder als Mordopfer enden oder als Psychopathinnen oder als Witzfiguren. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit und das war mir klar, das bin nicht ich. Ja, genau daran mangelt es nach wie vor,
dass Trans als etwas Selbstverständliches dargestellt wird, dass überhaupt Charaktere, transgeschlechtliche Charaktere im Film und Fernsehen vorkommen, aber nicht nur mit solchen christlichen Narrativen. Ich vermisse heute so Rollen von schwulen Transmann, der als Polizist mit seinen Kollegen Wirtschaftskriminalität aufdeckt. Oder eine transgeschlechtliche Physikprofessorin, die einen Nobelpreis bekommt für ihre Erfindung, wo das Transsein eigentlich nur Nebensächlichkeit ist. So wie man bei anderen Rollen mitbekommt, ach, die Person hatte mal irgendeine Krankheit oder hatte eigentlich nur einen Hauptschulabschluss und dann ist trotzdem was aus ihr geworden. Das würde ich mir wünschen und daran mangelt es auch heute noch. Und es ist einfach so wichtig, eben auch so positive Role Models auch in der Fiktion zu haben, um sich selbst zu erkennen. Also für diejenigen unter euch, die vielleicht gerade auf der Suche nach einer neuen Geschichte sind, da waren gerade, glaube ich, ein paar Anregungen dabei. Aber Henry, auch für dich würdest du sagen, da hat sich was getan? Oder stimmst du zu mit dem, was Tessa gesagt hat? Nee, ich stimme Tessa da tatsächlich zu. Weil was sie meint, es geht immer, also sie hat es ja sehr gut ausgeführt. Und was ich noch ergänzen würde, ist, Trans ist immer das zentrale Thema. Das, es kann nie sein, dass es einfach eine Nebensächlichkeit ist. Und warum ist es so? Weil einfach Menschen, die sich nicht mit dem Thema auskennen und die nicht trans sind oder nicht queer sind oder was auch immer sind, sich denken, okay, da denke ich mir jetzt mal was aus. Und zwar so, die meisten Trans-Leute sind ja wahrscheinlich Stricher. Mhm. Gut, habe ich ein cooles Drehbuch. Und damit sind wir ja super divers, weil ich habe es doch in meinem Drehbuch. Und jetzt haben wir doch in dem Film auch schon eine Transfigur. Hä, was wollt ihr denn noch? Aber das ist ja genau der Gag, dass es eben darum geht, Realität abzubilden. Meine Realität ist sehr weit von dem entfernt. Und man müsste einfach viel früher ansetzen, dass bei den Drehbüchern schon Transautoren, Autorinnen oder queere Menschen, die Drehbücher schreiben, dann es Regisseure, Regisseurinnen gibt. Also dass nicht alles irgendwie so nur, oh, wir brauchen jetzt ja noch irgendeine Transfigur. Naja, ah, ein Stricher, das ist super, das machen wir. Weißt du, was ich sagen will? Ja. Also dass man sich denkt, okay, wir müssen nicht nur die Quote erfüllen oder irgendwas schreiben, was jetzt irgendwie alle ganz geil finden gerade und womit wir Zuschauer, Zuschauerinnen haben, sondern einfach eine Wirklichkeit abbilden. Damit wäre sehr vielen Menschen geholfen, tatsächlich. Und ja, richtiger wäre es auch noch. Für diejenigen von euch, die sich übrigens für das Thema Queer in Medien interessieren, direkt im Anschluss wird es auf Stage 2 auch nochmal extra ein Panel dazu geben. Da wird das bestimmt auch nochmal vertieft angeguckt. Neben jetzt aber sowas wie Rollenbilder in Medien gibt es natürlich auch einfach strukturelle Probleme. Ganz konkret denke ich jetzt einfach mal an Politik, wo du ja auch zu Hause bist, Tessa. Und ihr seid, auch wenn ihr so toll beschrieben habt, dass ihr euch quasi auf das Positive fokussiert, da ist ja genau jetzt mal in der politischen Umgebung eigentlich noch einiges, was getan werden kann. Und das wäre genau die Frage an euch. Also wo stehen wir da gerade politisch? Ich denke genau, Tessa, dass du dich ja für das Transsexuellengesetz dagegen einsetzt und genau die Abschaffung. Und vielleicht kannst du einmal für diejenigen, die es nicht eh schon kennen, kurz mit uns teilen, was es eigentlich ist und wohin die Reise eigentlich gehen könnte. Entschuldigung. Also, da gehen wir jetzt ziemlich weit zurück in die 80er Jahre. Bis dahin hatten transgeschlechtliche Personen überhaupt keine Möglichkeit, in ihrem eigenen Geschlecht anerkannt zu werden. Transgeschlechtliche Personen, auch wenn sie komplette körperliche Angleichung vollzogen haben, konnten ihre Dokumente nicht richtigstellen, galten am Arbeitsamt als nicht vermittelbar, hatten nach einem Urteil des Bundessozialgerichts nicht einmal Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das war so die rechtliche und gesellschaftliche Situation in den 60er, 70ern. Und dann wurde in den 80ern, Anfang der 80er, das sogenannte Transsexuellengesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet. Aber dieses Gesetz war von Anfang an Unrecht. Das Gesetz atmet einen furchtbar dunklen Geist schrecklicher deutscher Vergangenheit, als der Staat noch entschieden hat, welche Ehen annulliert werden mussten, welches Leben lebenswert ist und welches Leben sich fortpflanzen darf. Und nach der
damaligen, also nach dem Wissensstand der Psychologie aus den 60er Jahren und den Moralvorstellungen der 50er wurde dieses Transsexuellengesetz verabschiedet und das Bundesverfassungsgericht hat mittlerweile in 6 Einzelentscheidungen Teile dieses Gesetzes für grundgesetzwidrig erklärt. Das letzte Urteil stammt aus dem Jahr 2011. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Vorgabe nach transsexuellem Gesetz, dass Transpersonen eine komplette körperliche Angleichung vollziehen mussten, damit der Staat sie als der Mensch akzeptiert hat, der sie sind, gegen das grundgesetzlich geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit verstößt. Und deswegen darf dieser Paragraph seit 11 Jahren nicht mehr angewandt werden. Das passiert, dass die Politik schlechte Gesetze macht. Dafür ist das Bundesverfassungsgericht da. Das überprüft regelmäßig Gesetze. Und regelmäßig gibt es Entscheidungen, dass die Gesetze überarbeitet werden müssen. Dann muss der Gesetzgeber nachsitzen, Hausaufgaben machen und das Gesetz nachbessern. Nicht so beim transsexuellen Gesetz. Seit 11 Jahren wurde das nicht angefasst. Mittlerweile hat der Europarat seit 2015 eine Resolution verabschiedet, wonach die Mitgliedstaaten aufgerufen sind, dass sie einfache, schnelle, unbürokratische Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung einführen, die ohne Zwangsbegutachtung auskommen. Zahlreiche europäische Länder haben sich auf den Weg gemacht. In Deutschland ist es aber nach wie vor so, dass Transpersonen erst einmal einen Antrag bei Gericht stellen müssen, einen sogenannten Translebenslauf niederschreiben, den Richter vorlegen und 2 psychologische Gutachten mit den intimsten Fragen über sich ergehen lassen müssen, damit dann der Richter entscheiden darf und kann, ob der Staat diese Person als den Mensch akzeptiert, der er ist. Und das ist in meinen Augen ein klarer Verstoß gegen die Menschenwürde. Und ich möchte, dass kein Mensch mehr solche entwürdigende Verfahren über sich ergehen lassen muss und dass wir so wie in anderen europäischen Ländern dahin kommen, dass es reicht, wenn ein Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten auf das Standesamt geht und erklärt, dass bei meiner Geburt ein Fehler passiert. Die haben mich ja damals auch nicht gefragt, ja. Und wenn, dann hätte ich es ihnen ja auch noch nicht sagen können. Aber meine Geburtsurkunde ist falsch. Ich hätte das gerne korrigiert. Dann kommt der Stempel drauf, dann zahle ich eine Bearbeitungsgebühr und mehr geht den Staat eigentlich nichts an. Und das wäre ein würdevoller Umgang mit Transpersonen. Und das haben wir uns als Ampelkoalition vorgenommen. Das gehen wir jetzt an und das werden wir auch in Deutschland umsetzen. Henry, ich weiß, dein Turf ist jetzt nicht so sehr die Politik wie bei Tessa, aber vielleicht gibt's ja auch von deiner Seite aus was, was du wahrnehmen konntest, jetzt aus der MusikerInnen, aus der kulturschaffenden Perspektive, wo du sagst, das ist eigentlich was, was du erleben konntest, was ich politisch noch verbessern muss. Was Tessa schon gesagt hat, also das hat ja unabhängig von dem, was ich beruflich mache, mein Leben sehr, sehr beeinflusst. Ich weiß nicht, ob das alle verstanden haben. Also das TSG, ist das Transsexuellengesetz und damit kann man seinen Personenstand und seinen Namen angleichen lassen. Und ich weiß nicht, ob das ganz klar vermittelt wurde, aber bis 2011 diese körperlichen Operationen hießen, dass man sich unfruchtbar machen lassen musste, um es nochmal laut gesagt zu haben. Das wurde erst 2011 abgeschafft. Genau, und ich meine, diese Gutachten sind teuer, man braucht 2 von ihnen, man muss sich die schlimmsten Fragen anhören lassen, wie man Sex hat, wie das alles ist und bist so, okay, was hat das mit der Sache zu tun? Nichts. Genau, dann hat man noch diesen Termin beim Richter, muss Alltagserfahrungen nachweislich machen. Das ist alles so ein wahnsinniger Humbug. Also, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Also, es ist, ja, einfach ein schreckliches Prozedere, das unfassbar lange dauert, das teuer ist. Diese Gutachten muss man selber zahlen. Die haben in meinem Fall je 600 Euro gekostet. Das ist das Geld, das du auch erstmal haben musst. Ja, und dieses ganze Prozess ist einfach grässlich, weil du nur fremdbestimmt bist und ständig auf die Gunst anderer angewiesen. Und wünsche ich keinem tatsächlich. Und genau, also
das muss weg. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gedacht, wer befähigt oder wer entscheidet, dass dieser Mensch so etwas überhaupt begutachten kann? Also ja, da habe ich mich auch gefragt, okay, wer wird diese Gutachterin oder Gutachter und wieso kann so eine Tragweite überhaupt entscheiden? Ja, also das sagen ja auch die Gutachter, die Psychotherapeutinnen, die solche Gutachten ausstellen, dass es völliger Humbug ist, weil über die Geschlechtszugehörigkeit einfach nur jeder Mensch über sich selbst Auskunft geben kann. Und dass das Quatsch ist und dass man das einfach abschaffen kann, sagt sogar die Psychotherapeutenkammer. Ja, ich finde so, auf die Leute, die sich damit beschäftigen, und wenn die sagen, das ist Nonsens, dann sollten wir als Gesellschaft auch drauf hören, wenn man uns schon nicht glauben mag. Und ich meine, also die Zeit, als der Gutsherr darüber entschieden hat, wer heiraten darf und sich dann sogar noch das Recht der ersten Nacht herausnehmen konnte, die haben wir auch schon längst überwunden. Und genauso sollte es der Vergangenheit angehören, dass Transpersonen im psychologischen Gutachten unter Beweis stellen müssen, dass sie trans genug sind, dass der Staat sie so akzeptiert, wie sie sind. Wir freuen uns also auf diese Legislaturperiode und hoffentlich ein Selbstbestimmungsgesetz. Unsere Session heißt ja, einige Menschen sind trans, deal with it. Und auf jeden Fall deal with it. Aber manchmal frage ich mich, wie nicht nur umgehen geht, sondern gut umgehen und achtsam umgehen. Und da sind wir bei Stolperfallen, die, glaube ich, neugierige Menschen, wie ich mich manchmal frage, nämlich, was darf ich überhaupt fragen? Was ist okay zu fragen? Und was sind vielleicht genau auch die Fragen, wo man sich wirklich sagt, so bitte vermeidet es. Und damit vielleicht an euch, könnt ihr Menschen einen Tipp geben, wo ihr sagt, vielleicht du, Henry, als erstes, wo du sagst, diese Frage, und ich rede jetzt nicht von offensichtlich gruppenbezogene Menschlichfeindlichkeit verachten oder alles, was du auch genannt hast, darf man ne, in eurem Lied, was ihr ausgeschlossen habt, darf man das noch sagen? Das genau nicht. Aber gibt es diese Fragen und welche können wir vermeiden? ich weiß nicht, es wird immer so ein was so getan, als wären Transmenschen jetzt als ganz Besonderes und ganz, wo man ganz besonders vorsichtig sein muss. Ich finde, man kann halt die Regeln des gesunden Menschenverstandes anwenden und der Höflichkeit, des Respekts und des sozialen Miteinanders. Also, um ein Beispiel zu nennen, weil es wahnsinnig gerne gefragt wird, es eignet sich wirklich nicht als Einstieg in einen Smalltalk zu fragen, wie es in der Unterhose aussieht. Weil es immer wieder passiert, das wäre mein heißer Tipp. Keine gute Frage. Und sonst, naja, respektvoll, höflich und aufmerksam sein. Also ich finde nicht, dass man besondere Sachen beachten muss. Tatsächlich. Also die Fragen, die man halt sonst im normalen Miteinander auch Menschen stellt. Macht eigentlich Sinn, ne? Weil ich wurde auch noch nie gefragt, wie sieht es eigentlich untenrum aus? Also ich glaube, das ist insgesamt keine so tolle Einstiegsfrage, egal wie, wo und wann. Sollte man meinen, ja. Möchte man meinen. Tessa, hast du Fragen, wo du sagst, bitte vermeiden? Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Vielleicht mit der Sprache. Ich finde, Sprache bildet ja auch immer gesellschaftliche Verhältnisse ab. Und nachdem in unserer westlichen Zivilisation das Thema Trans über so lange Zeit, über Jahrhunderte tabuisiert und stigmatisiert wurde, merkt man das auch heute noch ganz deutlich in der Sprache. Warum wird diese Eigenschaft trans immer betont? Wir reden ja auch nicht von Blondfrauen, von Bierbauchpolitikern oder sonst was. Und immer nur diese Reduzierung und die Konzentration auf diese eigene Eigenschaft. Mich und Henry macht bestimmt viel mehr aus und uns trennt auch viel mehr als dieses Transsein. Das ist nur eine Eigenschaft. Und ich finde, ganz deutlich wird es heute auch in der schriftlichen Sprache. Ich kann es eigentlich nicht mehr lesen, wenn von Transpersonen groß und zusammengeschrieben der Fall ist. Ja? Wir schreiben ja auch blonde Frauen nicht zusammen als die Blondfrau. Und ich finde, das macht immer so deutlich, also diese Schreibweise macht für mich so deutlich, dass hier Transpersonen immer noch als was ganz Besonderes
behandelt werden, als so als würden wir nicht dazugehören, als wären wir irgendwas Suspektes, vielleicht von einem anderen Stern. Also solche Schreibweisen wie bei Transpersonen kenne ich eigentlich nur, wenn Verschwörungstheoretiker über sogenannte Echsenmenschen schreiben. Das ist das Einzige, wo ich Echsenmenschen irgendwo groß und zusammengeschrieben feststellen, so wie bei Transpersonen. Und ich würde mir einfach vorstellen, dass wir Menschen einfach so nehmen, wie sie sind, und diese Eigenschaft gar nicht überbetonen. Ein letzter Tipp, es gibt so viele tolle transgeschlechtliche Menschen, die Bücher geschrieben hat. Lest die, lernt von Transpersonen und geht einfach mit uns um, so wie wir alle miteinander umgehen. Oder so wie wir alle behandelt werden wollen, einfach als Mensch gesehen und respektvoll behandelt werden. Ja. Ich kann da vielleicht auch noch mal Transformer empfehlen. Ich habe da sehr viel gelernt über Trans im Allgemeinen, aber vor allen Dingen auch tatsächlich über mein Geschlecht. Denn in der letzten Folge geht's, ne, also geht's auch um die Wahrnehmung von, was Frau sein ist oder auch nicht. Also große Hörempfehlung für diejenigen, die den Podcast noch nicht kennen. Jetzt war es so ein bisschen die Stolperfallen-Möglichkeiten von Menschen wie mir. Aber gleichzeitig wäre ja auch die Frage, wie kann ein Mensch wie ich, wie können wir uns eigentlich solidarisieren? Also wie können wir eigentlich Menschen, die vielleicht gerade eben da auf der Erfindung sind, unterstützen? Wie können wir Transpersonen unterstützen? Habt ihr da einen Tipp? Also als Gesellschaft, als jeder Einzelne kann sich informieren. Organisationen können transgeschlechtlichen Menschen eine Bühne geben, damit wir selber über unsere Erfahrungen, über unsere Problemlagen reden können. Ihr könnt von transgeschlechtlichen Menschen lernen, denen ihre Podcasts anhören, folgen, liken, weiterempfehlen. Und ihr könnt Einspruch erheben, wenn ihr irgendwo transfeindliche Kommentare, blöde Witze merkt, dann könnt ihr in eurem Wirkungskreis auch dagegen die Stimme erheben. Das wäre einfach so wichtig, weil es kann nicht der Aufgabe von marginalisierten Gruppen sein, dass sie nur alleine sich gegen diese Benachteiligung wehren und immer alleine für ihre Rechte einstehen müssen. Als Beispiel tatsächlich, es gab ja kürzlich einen unsäglichen Artikel in der Welt und auch sonst, also eine Zeit. Ja, genau. Also wirklich, es wird irgendwie den falschen Leuten gerade eine Plattform geboten. Und dann haben mir auf Instagram Menschen, ich habe mich dazu geäußert und gesagt, warum, was soll das? Warum dürfen diese Menschen diesen gefährlichen Schwachsinn verbreiten? Und dann schrieben mir Menschen, ja, Henry, da musst du wirklich was unternehmen. Schreib doch den Redaktionen. Denke ich mir, hä, warum schreibst du denn mir? Schreib du doch den Redaktionen. Also das wäre eine Aufgabe. Zum Beispiel der Redaktion der Welt sagen, Leute, was ihr da für Menschen eine Bühne gebt, das ist unfassbar, das ist gefährlich und das ist eine Unverschämtheit. Da könnte man hinschreiben. Und es gibt ja sonst einfach genügend Ungerechtigkeiten. Ich muss nur einmal die Bild-Zeitung aufschlagen, dann sehe ich schon wieder irgendeinen Bullshit. Also ich muss eigentlich jeden Tag nur irgendwo hinklicken und dann sehe ich schon wieder, oh, dies und das. Und da kann man sich laut machen und kann sagen, sich an die Redaktion wenden. Man kann Petitionen unterschreiben. Es passieren auch sonst auf der Straße genügend Sachen. Also man kann einfach aufmerksam sein und seinen Mund aufmachen. Ich weiß, es ist total schwierig. Aber wenn man zu Hause sitzt, man liest irgendwas von diesem, ich muss wieder sagen, Bullshit, dann den Redaktionen schreiben. Sagen, hey, das geht nicht. Das wäre, was mir einfallen würde als ganz praktischen Tipp. Danke. Wir sind gestartet mit so den quasi allgemeinen Frage als Erkennungsfindungsexpertinnen. Jetzt zum Schluss möchte ich euch aber auch gerne fragen, was ihr vielleicht Menschen mitgeben könnt, die jetzt ganz konkret auf einer geschlechtlichen Identitätssuche sind. Allgemein und vielleicht auch an der Stelle konkret. Also wo kann ich mich hinwenden? Was für Beratungsstellen gibt es? Gibt es überhaupt genug?
Vielleicht magst du anfangen, Henry. Ich kann in Berlin, gibt es sehr gute Beratungsstellen, da war es auch, zum Beispiel Trick, kann ich sehr empfehlen. Sonst, ich habe viel von Transmenschen auf Instagram gelernt und auf YouTube, einfach weil mir da eine unverfälschte Sicht und eine normale, freundliche Sicht der Dinge dargestellt wurde. Genau, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja, sich Hilfe suchen, sich Zeit lassen, mit sich selber sorgsam umgehen, das wäre so mein Rat. Wenn es denn ein Rat ist, einfach milde mit sich sein auch. Sollte man sowieso immer. Stimmt. Ja. Und Tessa, von deiner Perspektive aus? Ich würde gern erst einmal eins vorausschicken. Ich glaube nicht, dass sich das jemand aussucht. Wenn ich mir was aussuchen hätte können, dann wäre ich lieber alles andere als trans. Ja? Und deswegen ist ja niemand auf seiner geschlechtlichen Identitätssuche. Sind vielleicht Menschen gerade dabei, sich selbst zu erkennen und hadern gerade damit, sich zu akzeptieren, weil wir alle nur Produkt dieser Gesellschaft sind und weil ich nicht wenige Transpersonen kennengelernt habe, die es genauso wahrgenommen haben wie ich, dass wir erst einmal diese verinnerlichte gesellschaftliche Transfeindlichkeit überwinden müssen. Und um selbst, nachdem wir uns schon erkannt haben, uns selbst zu akzeptieren. Für die Menschen, die gerade in dieser Phase sind, mein Appell an euch, es ist okay, so wie ihr seid. Es ist gut, so wie ihr seid. Ihr seid nicht alleine. Und es ist auch okay, wenn ihr gerade im Moment noch nicht so weit seid, euch zu outen. Den Zeitpunkt, die Art und Weise, wie sich eine Person outet, auch den Weg durch die Transition entscheidet jeder Mensch für sich und muss sich dafür vor niemanden rechtfertigen, muss sich vor niemanden schämen oder sonst was. Und da ist das Internet echter Segen. Ist heute so einfach, egal ob ich in Berlin wohne oder irgendwo auf dem Land groß werde. Ich kann mich über das Internet informieren. Ich kann da Beratungsstellen suchen, wo sich Menschen anonym hinwenden können. Und wenn ihr soweit seid, dass ihr auch euer Coming-out plant und bevorsteht, dann sucht euch Rat, sucht euch Selbsthilfeorganisationen, die euch dabei unterstützen. Hast du da vielleicht auch noch einen konkreten Tipp? Einen haben wir schon gehört für Beratungsstellen. Also es gibt bundesweit den Bundesverband Trans, die DGTI, die bundesweite Verbände. Es gibt viele lokale Organisationen. In manchen Städten gibt es auch, das würde ich mir wünschen und daran arbeiten wir, dass wir auch unabhängige hauptamtliche Beratungsstellen schaffen, damit eben nicht nur diese Beratungsarbeit in Peergroups. Ich finde, für manche Menschen sind so Selbsthilfegruppen eine ganz wichtige Sache. Aber es kann nicht sein, dass diese Beratung nur von Ehrenamtlichen geleistet wird. Hier wollen wir auch entsprechende finanzielle Mittel bereitstellen, damit hier hauptamtliche Beratungsstrukturen in Deutschland aufgebaut werden. Anyway, the wind blows ist das Motto der Republika. Und ich würde sagen, egal wohin der Wind so weht, es mögen so mutige und tolle Menschen auf diesem Wege sein, wie ihr es seid. Vielen lieben Dank für diese Gesprächsrunde. Und ich freue mich schon, das nächste Mal zu einem ganz anderen Thema, beispielsweise Forstwirtschaft, hier zu sitzen. Ja, oder Musik. Oder und Nachhaltigkeit. Auf das in Zukunft, wie ihr es gesagt habt, so ein Panel vielleicht zwangsläufig gar nicht mehr sein muss, sondern wir uns um andere Themen miteinander unterhalten. Vielen herzlichen Dank.